Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit Returning 2.0. So, wir sind jetzt immer noch beim Piratenlager. So, beziehungsweise bei diesem neuen Banditenlager. So, und ich würde jetzt nichts weiter machen, als hier die Grüße zu überbringen. Radford lässt dich grüßen. Wer? Radford, kennst du ihn? Dieser Teufelskerl. Der Schurke lebt also. Und wo ist er? Ich bin ihm im Minental begegnet. Ich muss sagen, er hat sich dort richtig gut eingerichtet. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ausrufezeichen. Weshalb bist du denn so nervös geworden? Was? Wie? Ach nur so, weißt du. Hab noch Altschulden. Was bist du Radford denn schuldig? Nicht dein Bier. Tu mir lieber einen Gefallen, wenn du ihn das nächste Mal siehst, übergib ihm dieses Paket hier. Ich bin nicht dein Dienstbote. Genau. Man merkt gleich, dass du ein Geschäftsmann bist. Gut, ich werde dich dafür bezahlen. Und was zahlst du? Sagen wir 500. Einverstanden? Nicht übel. Gut, gib mir dein Paket und das Gold. Hier wieder hast du es. Verlier es nur nicht, ich bitte dich. Sei unbesorgt. Okay, da bringen wir jetzt das Paket weg. Pass auf, dann machen wir jetzt, jo. Das war eigentlich schon fast alles gewesen, so an diesen billigen Quests hier, die wir mitmachen konnten. Eine Sache haben wir hier noch. Da müssten wir nochmal dann zu Galahad zurück. Hierhin kommen wir jetzt über den Teleporterstein ganz einfach zurück. So. Jo. 326 sind wir jetzt hier. So, okay. Ja, was ist denn nun hier? Wie war denn das? Kanonenkugel. War das nur eine bestimmte? Ich glaube, das war eher die hier gewesen, oder? Galahads magisches Pulver. Hat das ja warum? Kommen wir drüben aus dem Wasser raus? Da können wir die Quest nämlich auch abgeben. Die haben wir nämlich auch schon eine ganze Weile im Inventar. Ne, da würden wir das jetzt abgeben dort. Und wie gesagt, ich will mir erstmal keine neue Quest aufhalten hier mit den Banditen. Da würde ich erstmal das Orkschiff fertig machen wollen. Und was damit zusammenhängt. Da können wir vielleicht... Ne, hier kommen wir aus dem Wasser nicht raus. Alter, gehst du vielleicht doch einen Schritt langsamer? Wird auch langsam mal Zeit, Freunde. So. Da gehen wir jetzt nach Korinnes zurück. Teleport? Nein. Korinnes. Kloster. Ist egal wohin. Wir gehen dann über den Ring direkt ins obere Viertel. Ich würde gleich mal eine Sache machen. Das kann man ja machen. Erstmal hier Propeller anordnen. Es wird wieder so warm. Das ist furchtbar. Ich brauche das Ding wirklich. Ja. So, ich würde mir gleich nochmal hier den Link aufmachen. Hier wegen der Liste. Wegen den Leuten für meine Mine hier. Dass wenn wir jetzt hier direkt vor einem dieser Typen hier stehen oder in der Nähe sind, dass wir ihn gleich darauf anquatschen können. So, warte, wo haben wir das Ding? Das hatte ich mir doch extra sogar hier abgespeichert, den Link. Genau, hier haben wir die Liste. So.
Aber die Word-Datei, die brauche ich jetzt soweit erstmal nicht mehr wirklich. Haben wir ja alles soweit abgegrast so. So. Okay. Dann gehen wir jetzt über den Ring hier. Wo ist unser Ring? Gehen wir darüber jetzt zu Galahad. Und geben dort das Ding endlich ab. So. Wo ist das obere Viertel? Was? Oberes Viertel hier. Ich suche meistens so den Ring Oberstadt. Und verwechsel das dann mit der Orkstadt. Den Ring Oberstadt gibt es doch aber eigentlich nicht. Es gibt ja hier, das heißt ja oberes Viertel. Das ist meine eigene Blödheit, die mich da hier, die mir da im Weg steht. Gott, ich will dir hier irgendwas verkaufen. Ich habe. Nee. Ja, wir müssten wieder Waffen verkaufen hier. Ehrlich. So. Stimmt, Bennett, können wir dann noch die 100 Rohstahl bringen. So. Nee, zu dir wollen wir noch nicht. Oder hatten wir mit dir noch was zu bequaken? Speichern lieber mal. Nein, das war der falsche. Scheiße. Das war der von der letzten Folge. Nee, okay. Mit dir müssen wir erst reden, wenn wir dann das fünfte Kapitel betreten haben. So. Ist hier jetzt jemand in der Stadt? Anbieter. Fahren, Niklas, Torben, Viper. Weil zu Viper könnten wir gehen. So, ich lese es auch nicht nach, was für eine Antwort die mir geben. Wir gehen einfach in und fragen, damit wir es auch hier in der Runde mit drin haben. Weil ich werde die jetzt nicht. Ich werde trotzdem jeden fragen, auch wenn ich jetzt hier lesen sollte, dass die da Nein sagen werden. Wir reden trotzdem mit ihnen, damit wir es hier in der Nummer mit drin haben. Hey, du! So. Damit ihr das auch sehen könnt. So, Kanonenpulver. Das Kanonenpulver hat funktioniert. Klasse. Jetzt bekommt es Lord Hagen. Hier für dich. Jo. Gut. Super. So, gehen wir direkt zu... Ne, warte. Der Witz ist, irgendjemand, wie ist der Typ, Valaran. Hier muss irgendwo ein Typ namens Valaran rumsitzen. Das Problem ist bei dem aber, dem haben wir ja aber, glaube ich, schon Arbeit verschafft bei Lutero. Es könnte da sein, dass der dadurch nicht mehr verfügbar ist. Aber wenn wir einmal hier in der Oberstadt sind, dann fragen wir ihn gleich mal. So, ich wüsste, wo der jetzt rumsteht. Oder ist der hier hinten irgendwo mit dabei? Lutero, Bürger, Arbeiter, Bürger, keine Ahnung. Dem hatten wir doch Arbeit verschafft, oder? So, das ist ja hier der Rainer. Allen steht das Wasser bis zum Hals, außer Rainer, der ist kleiner. Keine Ahnung. Oder hat wem die Arbeit noch nicht verschafft? Ich weiß es nicht mehr. So. Ich geh direkt mal zu Viper. Warte mal, du bist Bürger. So. Ja, komm. Das ruckelt hier, das ist... Ja, keine Sorge, das ist wirklich im Spiel hier. Das ist in der Stadt, ist das manchmal furchtbar. So, Cardiff, du kannst mir später all dein Gold geben. So, Viper. So. Hi, Viper. Wie geht's dir? Alles bestens. Es könnte nicht besser sein. Ja. Was, Viper? Keine Bedingung. Rhetorik reicht 45, bekommst Ladung Erz abgeschlossen ist. Ja. Die ist abgeschlossen. Normalerweise hier Viper, Cardiffs Taverne. Ja, der hat es gerade gesehen. So. Arbeiter für meine Mine. Lord Hagen schickt mir ein paar Milizen zu Hilfe. Jo, warte mal. Muss ich dafür vorher noch was machen? Eine ausführliche exemplarische Vorgehensweise. So. Nee. Okay. Keine Ahnung. Wir gehen mal zum Söldnerhof. Hm.
Wir haben sogar tatsächlich einen Teleportring hierher. So, was allerdings mit der Süßen hier war, mit dir denn passiert? Keine Ahnung. Die uns ja hier so angequatscht hat. Weiß ich auch nicht. Zu Bennett wollten wir. Ja. Hier ist ein Rohstahl. Okay. Sehr gute Qualität. Danke. Jo. Hier, nimm deine Belohnung. Nee, da brummt ja mir am Ende wieder Drachen-Eier-Quest auf. Nee, lass mal. Wolf. Du bist unsichtbar, du bist... So, warte, wir hatten noch, Sektenlager Korinnes. Irgendwo hatten wir das. Korinnes-Sektenlager. Korinnes-Sektenlager war hier. Das will ich aber nicht hin. Mit dem Malak hatten wir noch mal gesprochen, mit dem Benga aber nicht. Nochmal. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Gesprächsoptionen fehlte. Ich meine, die Quest ist ja auch allgemein bekannt. Ich sag dir, was brauchst du? Das wird schon. Ohne Malak, hoffentlich. Ja, keine Ahnung. Mit Malak hat die auch nochmal geredet, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Wie stehen wir? 11 Minuten, okay. Ja. So, was hatten wir jetzt noch? Grüße von Redford. Ja, wir gehen gleich ins Minental. So, das haben wir ganz oben. Was haben wir noch? Also, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Jetzt würde ich mal was ausprobieren wollen. Das Blöde ist bloß, das ist am Ende wieder mit dem Risiko verbunden. Orkstadt Minental. Wir wollen jetzt zum. Also weiter oben, der Großbauer hier. So, wir gehen mal zu Fester. So, weil Leute hier wiederbeleben, das ist. Ich weiß nicht, ob wir da uns hier irgendwo was gegen die Wand fahren. Ja, hier haben wir schon wieder einen Grafikbug. Warte mal. Wir machen das mal. Das ist das mit der Feldräuber-Quest hier. Wir machen das mal so und laden mal neu. Ich will jetzt nicht unbedingt das ganze Spiel neu starten. Was auch du was. Ja. So viel länger wird es jetzt auch nicht unbedingt dauern. Aber wie gesagt, was wir raus haben aus dem Questdock, haben wir raus. So. Ist der wirklich hier weggespawnt oder was? Warte mal. Ich muss das mal hier. Ansonsten ist darauf erstmal ein bisschen geschissen. So, wir teleportieren uns mal. Wo kommen wir hier hin? Feuerclan, Orga. Ich dachte, hier ist ein Ring gleich daneben hier. So, wir machen das mal so. Wir machen den Minen da. So, dann machen wir wieder zurück. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Der Witz ist jetzt ja nicht nur unsichtbar. Der ist ja scheinbar wirklich weg. Fester. So, wir haben ihn auch aufs Grund. Wir machen das jetzt so. Dann machen wir das so. So. Dann machen wir das so. Du, komm mal her. Ich muss dich mal sprechen. Sag mal. Hast du noch nicht genug? Soll ich dir nochmal die Fresse verschönern? Bei Enos? Nein. Ich hege keine bösen Absichten gegen dich. Ich wollte. Ja? Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Was? Mich? Wie kommt es, dass du mir vertraust? Tue ich ja nicht, aber wenn du diese Sache durchziehst, könnten wir vielleicht sogar Freunde werden.
Ich glaube, ich habe deinen Schädel zu hart behandelt. Du redest nur Unsinn. Nein, sicher nicht. Pass auf, unweit von hier habe ich eine Gruppe von Landstreichern entdeckt. Ich habe sie belauscht und konnte in Erfahrung bringen, dass sie einen großen Beutezug hinter sich haben. Den ganzen Kram haben diese Idioten sogar bei sich. Gold, Edelsteine, Seide und noch einiges mehr. Wie wär's, wir machen sie kalt, schnappen die Beute und teilen es unter uns. Silvio ist im Moment sowieso nicht gut auf mich zu sprechen, vielleicht kann ich ihn mit etwas Gold besänftigen. Hem, du scheinst ja doch noch alle Tassen beisammen zu haben. Die Idee klingt nicht übel. Aber wo ist der Haken an der Geschichte? Was meinst du damit? Außer, dass es eine Gruppe von 3 Personen sind, ist da nicht mehr viel zu sagen. Na gut, ich werde mit dir gehen, aber wehe, du veräppelst mich. Du müsstest alleine dorthin, ich komme nach. Silvio will mich noch unbedingt sprechen. Ja, jetzt kann ich da, du Pfeife. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie lange das dauert. Sei einfach später da und warte in der Nähe dort auf mich. Moment mal, du hast mir noch gar nicht gesagt, wo sich die Landstreicher aufhalten. Triff mich einfach später hinter Unas Haus. Wir gehen dann gemeinsam zu ihrem Versteck. Fester, wehe, du verarscht mich. Bis später. So, dann machen wir erstmal den da. So, dann speichern wir das mal. Wir haben hier, wir speichern das mal hier ab. So, und laden mal neu. Weil dadurch ist irgendwie die Anzeige oben links verschwunden. Vielleicht müssen wir dadurch auch das gesamte Spiel neu starten. Dann machen wir das auch. Notfalls. Ja, ich sag extra, wir wollen uns keine neuen Quests aufhalsen. Das ist. Ja, ist das jetzt raus mit den Völfen, mit der Sache mit den Feldräubern? Ich glaube, wir müssen das gesamte Spiel neu starten. Machen wir mal fix. So, schwarz. So, Tut mir leid. Was gibt's Neues hier? So, das Ding hier. Triff mich später. Ja, was ist später bei dir? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte jetzt eigentlich ins Mintal gehen. So, ist das mit den Feldräubern jetzt raus? Bestimmt nicht, oder? Festes Beutezug. Ja, die Feldräuber. Warte mal. Ich will, pass mal auf. Wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir machen das jetzt ganz einfach. So. Brauche ich also noch nicht mal. Ach, der rennt jetzt dort hinter. Ja, wir machen das mal. Warte mal. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Wo sind jetzt die Landstreicher? Und was machen die beiden Galgenvögel hier? Tja, das ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, die Landstreicher haben sich schon aus dem Staub gemacht. Oh, ich glaube, wir hätten den... Dabei habe ich die Jungs noch um Hilfe gefragt und sie sind sofort mitgekommen. Dumm nur, dass ich ihnen Gold versprochen habe und nun keins da ist. Macht aber nichts, denn du bist ja da. Feste, du hast doch nicht etwa das vor, was ich denke, oder? Komm ja nicht auf den Gedanken. Oh doch, das werde ich und die Jungs werden mir dabei helfen. Jetzt wird dieser Schleimer uns mal richtig kennenlernen. Warte, nee. Ja, ich glaube, heute ist nicht dein Glückstag, hehe. Das werden wir ja sehen. Jungs, was ist mit euch? Ach, was soll's? Immer feste drauf! Nee, warte. Renn so schnell du kannst! Jawohl! Pass auf, wir laden das jetzt nochmal neu, wir warten bis der hinter und dort dahinter ist. Wahrscheinlich warten dort wirklich noch welche.
Das Problem ist, dass er so langsam läuft. Ja. Meine Hoffnung ist, dass wir das mit den Feldräubern dann auch rauskriegen hier. Aus dem Questlog. Weil am Ende haben wir hier eine Sache im Questlog stehen, die dann ewig drin stehen bleiben wird. Ja. Ja, wo ist eigentlich unsere Hübsche hier? Die, wie ist die? Die Olle da. Kletter doch mal hoch, Mensch, du Pfeife. Keine Zeit für solche Scherze, die stand mal hier mit rum. So, die hatten wir alle Münzen was gegeben, oder? Nee. So. Maria. Maria! Ja. Maria, believe me, I like it loud. So. Steht die hier rum? Aber von ihr müssen wir auch noch irgendeine Quest kriegen. Die will ich haben. Ich will mich natürlich bei ihr einschleimen. So. Weil ich nämlich tierisch notgeil bin. Wo ist der Kerl jetzt? Ist er endlich mal hinten angekommen? Also hinter Onas Haus hat er gesagt, oder? Festes Beutezug. Fester will mit uns zusammen ein paar anscheinend eine große Bedeutung. Ja, der soll doch hier irgendwo. Ach, guck mal an. Aber das ist schön, wenn die beiden Typen dabei sind, kriege ich mehr Erfahrung. Aber das sind doch die. Raul und Fester. Ist das euer Scheiß Ernst? Jetzt muss ich ihn doch töten, oder was? Hätte ich ihn auch gleich liegen lassen können. Nee, warte mal. Das Problem ist, ich muss mal hier was anderes anlegen. Ich will nicht, dass die verrecken. Weil durch meinen Feuerstab, da verrecken die. So was, dann nehmen wir einfach mal das Ulumulu hier. Sollte reichen. So. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Wo sind jetzt die Landstreicher? Und was machen die beiden Galgenvögel hier? Ja, das ist lief. Dabei dumm nur. Fest oder jetzt. Du Schwein, ich mach dich fertig. Wir werden dich halblang machen. Oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Auf ihn, Jungs! Den schnappen wir uns! Warum auch immer wir keine Lebensanzeige sehen. Da ist nichts zu holen. So. Schädelspicker. So, wir rennen mal kurz vor. Boah, das ist bloß bei den beiden so. Die sind ja keine Leben. Ah, das habe ich mir am Ende gedacht, oder? Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du es dir anders überlegt? Willst doch lieber reden, was? Verdammte Scheiße. Was soll der Quatsch? Ach, halt den Mund. Wir behalten dich im Auge, Kleiner. Verschwinde. Ich denke, ich lasse mir kommen die Tr. Gar nicht so übel. Das ist natürlich die Frage. Grüße von Redford. Ja, das mit dem Beutezug, das ist gleich wieder raus hier, oder? Das hätten wir geschafft. So. Jetzt ist die Frage, Feldräuber steht immer noch drin. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Ich dachte, du wolltest dich mit mir...
Nee, steht nicht mehr drin. Feldräuber, ist raus. Ja, warte mal. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir hier mit der Anzeige, dass wir hier beschissen haben, um den wieder zu überleben. Warte mal, wo war hier Anzeige? Warte mal, ich guck das mal. War das M? Wir haben ja Marvin eingegeben. Irgendein Buchstabe davon muss es sein. Das ist Map. War das. Nee, A ist ja hier das Ding. R. V. I. N. Das ist eigentlich H. Ja, hier ist die Frage, wie kriege ich die Anzeige wieder her? Drücken wir mal kurz durch. Irgendwo muss ich doch hier drauf gedrückt haben. Musik an und aus. Das zeigt mir irgendwie das B-Menü nicht an, warum auch immer. Warte mal. Ja, warte mal, wir laden mal. Ich will jetzt wissen, ob das wirklich an den Cheats liegt, weil ich hier. Das war davor. Die Anzeige jetzt da ist oder nicht, weil ich bin ja rausgegangen eigentlich aus dem. Kann sein, dass ich mir jetzt döver anstelle als eigentlich nötig. Nee, hier ist alles da. Ja. Warte mal, wir laden nochmal. Also wenn... Ich weiß nicht, ob wir das umschalten können hier irgendwie. Dann noch. Oder war das auch auf F3 direkt? Ich drücke ja F3. Ne, F3, da schalte ich doch mein Dings ein und aus hier, mein Ulumuru. So, warte mal. Oh, jetzt haben wir ihn an. So, keine Ahnung. Weiß nicht warum. Ob das irgendwie daran liegt. Wisst ihr was? Jedenfalls mal. Ich ruder jetzt nochmal zurück. Ich weiß ja, dass ihr mit dem Beutezug, das ist ja schnell zu machen. Haben wir auf dem Zeit wieder hier verplempert deswegen und nichts davon gewonnen. Also ich muss mal sehen, meine Expertenrat einholen, wie wir dann hier die Anzeigen wieder hinkriegen oder ob das wirklich damit was zu tun hat. Weil wir hatten doch aber das Spiel neu gestartet schon mal. Nee, was mache ich denn hier? Ich lade doch den vollkommen falschen Platz. Den hier wollte ich laden. So, ne, da machen wir jetzt wie gehabt weiter. Wir gehen jetzt ins Minental. Ja, jetzt sind wir schon bei 29 Minuten. Wir könnten natürlich in den 29 Minuten kriegen wir das mit dem Minental jetzt auch nicht unbedingt wieder gerissen hier. Dann lassen wir das mit dem Fester erstmal sein. Weil ich will da jetzt auch nicht nur wegen diesem einen Ding dort irgendwie Probleme kriegen, ja.
Das ist dann eben der Nachteil, wenn man sowas macht. Da muss man am Ende sogar mit den Konsequenzen leben. So richtig rollenspieltechnisch. So ist zwar doof am Ende, aber naja, gut, was will man halt machen? Dann ist das halt so. So, Meister. Wo bist du? Hier. Hey! Willst du mein Verwalter werden? Ich baue ein Lager mit einer Erzmine und vielen Arbeitern am Turm bei Onas Hof auf. Das ist eine verlockende Aufgabe, aber ich bin nicht mehr der Jüngste. Lass mich eine Nacht darüber schlafen. Ja, lass mich eine Nacht drüber schlafen. Das Problem ist, du kannst keine Nacht drüber schlafen, weil wir dann... Nicht. Willst du jetzt mit dem Schlafsack hier bei dir auf den Boden knallen, oder was? Alter. Funktioniert nicht. Das ist also im ganzen Haus so. Ja. Ausruhen, wir machen 10 Stunden nicht, wir machen... Doch, wir machen 10 Stunden. Ja. Hey. Bist du dabei? Ja, diese neue Aufgabe will ich machen. Was willst du dafür haben? Bist du mit 40 Goldmünzen am Tag einverstanden? Ich komme aber nicht jeden Tag dorthin getrampelt. Goldmünzen am Tag, lass mich nachdenken. Komm her. Ich nehme deine Bedingungen an, wir sehen uns dann am Turm, das Losungswort lautet Dracodreasuris. Dein Losungswort ist zu einfach, Kumpel. Ja, okay, gut. Wer ist der Nächste auf der Liste? Dann machen wir das jetzt mit Fix. Farim. Oh, der Fischer. Der Fischer kann doch ruhig für mich hier in der Mine schuften. Arbeiter, Hafenviertel. Pass im Minental, Corinneshafen, wo war der? Jetzt ist das schon vorbei, oder? Corinneshafen, ne? Genau. Ja. Alter, wir haben es ja schon. Irre ich mich wieder in der Zeit oder ne? Wir haben es 19:13 Uhr. Noch eine dritte Folge schaffe ich heute wirklich nicht mehr. Wir müssen jetzt heute bloß die beiden Folgen hier sein in der Session. Kriege ich dich doch noch? Was ist mit dir los? Ja. Ich glaube, das war wegen der Blutfliege. Weil ich mich mal in eine Blutfliege vor ihm verwandelt habe, soweit ich weiß. So. Dafür, dass wir ihn verhauen durften, darf er mir für uns arbeiten. Passt doch. Darüber reden wir noch. Ja. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Und, wie beißen die Fische? War schon mal... Und, wie beißen die Fische? War... Ich habe Ende gedrückt, du Warte Affe. Kurz. Weißt du nun schon wieder? Was hast du? Hast du etwas Zeit für einen alten Mann? Nein, ich nehme nur junge Frauen. Ja. Ich brauche eine allerlei Suppe, die habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wenn ich nur daran denke. Verstehe. Ja, und weiter? Das ist wieder sowas. Es ist wieder genau der Punkt. Genau das, was ich über, wo ich mich jedes Mal an, allerlei Suppe zu besorgen. Jawoll! Woher? Wie geht's zur Köchin? Jetzt krieg ich dich aber. So schnell du kannst. Was willst denn du? Mann. Nee, das ist wirklich, das ist...
Jetzt sucht man hier wieder ewig rum wegen dem Scheiß. Und am Ende kriegen wir das, was wir haben wollen von ihm, doch nicht hier, seine Mitarbeit. Nö. So, hey. Madame. Kannst du mir eine Allerlei-Suppe kochen? Klar, wenn du mir die Zutaten bringst. Ja, was wohl sonst? Ein Käse, 10 Fisch, 5 blaue Flieder, roter Tränenpfeffer und Rum. Ich werde sie besorgen. Ich wette, ich habe den Tränenpfeffer nicht, oder? Natürlich haben wir den roten Tränenpfeffer wieder nicht, oder? Wer hatte den? Zuris hatte immer welchen gehabt. Ich bilde mir ein, wir hatten mal welchen gefunden gehabt. So, viel mehr werden sie dann aber auch nicht schaffen mehr in der Folge. Also wir haben volles Programm auf jeden Fall, also... Da werden wir in der nächsten Folge dann mit das angehen hier mit dem Orkschiff. Wahrscheinlich, mal gucken. Kann sein, dass sich das wieder ändert. So, roter Tränenpfeffer, hast du noch welchen? Apfeltabak. Alter, irgendwo habe ich... Alter, jetzt suche ich den Scheiß wieder. Nee. Weißt du was, ich mache mir erst schlau, wo ich welchen kaufen kann. Ich suche jetzt ihn nicht rum. So, so, was haben wir noch jetzt hier in der, ja, jetzt haben wir wieder einen mehr als wir hier. Arbeiter. Niklas, wir gehen jetzt zu Niklas. Ja. Ist der nächste Ansprechpartner. Man kann natürlich auch sein, dass wir für die ganzen Pfeifen erstmal die Quests erledigen müssen. Würde mich auch nicht wundern. Weil der Viper, der redet ja nicht mit mir drüber, obwohl ich die Quest abgeschlossen habe. Das ist wie mit Hannah. Mit dem Schlüssel da, da muss ich die auch nochmal nachsehen. Ja. Wie gesagt, was wir jetzt nicht direkt weitermachen können, verschieben wir nach hinten. Weil ich will, wie gesagt, hier vorwärts kommen. Ich werde hier nicht ewig sinnlos rumrennen und dir Sachen suchen mehr. Hatte ich ja gesagt, als der Tibor mit dabei war. Ich grüße gerne an dich nochmal raus. So, Niklas. Ja. Guck mal hier, was ich hier habe. Hey, du. Zeig mir den. So. Ja, warte mal, ich guck mal fix nach hier. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche, es sind ja tatsächlich Bedingungen da, warte mal. Das wollen wir gleich mal. Valaran kann nicht eingeladen werden, wenn er bei Lutero angestellt ist. Ich glaube, den hatten wir wirklich hier angestellt bei ihm. Nach dem Abschluss der von Fernando, bla 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 bla. So, Erol, sei keine Sonderkondition, Gehalt pro Tag 40. Farim, keine Sonderkondition, Notiz, gar keine. Talbin, Akis Farm. Ja, was? Bei dem Haus. Was da für, da müssten wir ihn aus dem Mintal erstmal holen. Schnepfe. Wie Schnepfe? Was ist das denn? Grimes. Das ist im Minental. Wen haben wir jetzt? Wolf. Sicherheitsbeamter. Ja, die Sache ist, der ein oder andere redet ja nicht mit uns. Bilgot Parasit, der war glaube ich tot, oder? Kann wegen eines Fehlers nicht einladen. Ja, das ist bei einigen ja so irgendwie. Sagitta, Edda. Ja, die Option hatten wir gerade bei Edda aber nicht, oder? Nee, wen haben wir jetzt noch? Wir haben noch... Nee, wisst ihr was? Wir machen jetzt Feierabend für heute. Ja, wir sind dran mit der Zeit. Ich kann auch nicht länger machen. Ich schaffe noch nicht mal meine dritte Folge heute hier. Ja. Gut. Naja, umso eher muss ich wieder aufnehmen. Haha, kann ich weiter spielen.
Manchmal hat man auch wirklich Lust, jetzt einfach weiterzuspielen, obwohl man dann mit den Aufnahmen so zu weit vorauskommt am Ende. Das will ich aber nicht. So, deswegen muss ich mich hier dann immer zügeln, da jetzt erst nächsten Tag aufzunehmen. So, okay. Dann soll es das, wie gesagt, gewesen sein für heute. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Besucht mich gern auf Twitch TV. Würde mich sehr freuen. Dort muss ich nämlich dann gleich hin. Da spielen wir immer noch die Deponia-Reihe. Damit Dankeschön fürs Zusehen und ciao.